Labdien, ļoti godātie mediju pārstāvi, visi, kuri mūs vēro tiešraidē. Zu der Debatte über das Ölembargo. Wir haben in der Vergangenheit genau in diesem Bereich Fehler gemacht. Aber wir können Vergangenes jetzt nicht zurückholen, sondern wir müssen jetzt umso stärker unsere russischen Energieimporte beenden. Ich sage daher hier klar und deutlich, ja, auch Deutschland steigt vollständig aus russischen Energieimporten aus. Aus Kohle bis Ende des Sommers, Öl halbieren wir bis zum Sommer und werden bis Jahresende bei Null sein. Ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem pārunāt iespējumu ātru un kopīgu. Der Ausstieg aus fossilen Energien ist ein doppelter Sicherheitsfaktor. Abgesehen von der russischen Bedrohung steht fest, nachhaltige Sicherheit und Frieden können wir weltweit nur dann schaffen, wenn wir auch entschlossen gemeinsam gegen die Klimakrise vorangehen.